Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Miitopia. Wir haben jetzt im letzten Part Rick bekommen von Rick und Morty. Man sieht's. Der Maurice und ich haben was zu quatschen. Und mein nächster Trick. Ich werde jetzt Mausi imitieren. Was? Konzentration. Whoa to the hell. Fast wie echt. Oh mein Gott. Da wächst die Freundschaft. Oh, jetzt sind wir schon Level 4 Bekannte. Wir können uns gegenseitig kümmern. Ich bin ja schon gespannt. Wir haben Rick den Forscher gegeben. Da bin ich ja mal gespannt. Ihr kriegt auf jeden Fall den Wattebausch. Oh, alle fanden es ziemlich gut. Warum auch nicht? Sie hätte ganz gern den Dämonenpikser, kann sie haben. Ausrüsten. Bitteschön. Was möchtest du? Du möchtest unbedingt dein Clownskostüm, ne? Ach, hier, komm. Kriegt er beide. Zur Feier des Tages, weil wir jetzt einen neuen Kumpanen haben. Das ist so schrecklich. Jetzt bin ich wieder eine Bauernstochter. Erst lief ich in Lumpen rum, dann war ich dann endlich mal eine richtige Prinzessin. Und dann war ich ein Bauern. Bin ich jetzt wieder eine Bauernsfrau. Das geht ja hin und her. Bitteschön, Hauptsache es knallt. Hauptsache es knallt. Dann bin ich ja mal gespannt, was unser Forscher kann. Du kommst jetzt mit. Wenn es sein muss. Ja, es muss sein. Er ist Level 1. Oh, er ist viel zu spät gekommen. Er ist viel zu spät gekommen. Naja, gut. Kann man nichts machen. Vorwärtsmarsch. Aber der passt mit seinem Outfit hin, mit seinem gruseligen Outfit. Passt er da schon drin. Oh nein. Und gleich drei Trolle, die werden den so auseinandernehmen. Troll A, ich will von Maurice annehmen. 28. Ah, schön, jetzt kommt das auch mit der Hilfe endlich mal. Blitz plus 1. Oh je. Es reicht langsam. Alter Verwalter. Jetzt habe ich aber langsam keinen Bock mehr hier mit euch trollen. Sag mal, Red Queen, was ist mit dir eigentlich los? Mach hinne. Nehme dies. Ich meine, die sind ja voll. Ich glaub's nicht. Beide sind down gegangen. Könntest du vielleicht unsere Leute heilen? Das wäre sehr nett. Hier, du. Hallo. Dankeschön. Aber auch nur, weil du im Prinzip Dings brauchst. Schon. Ein. Oh. Könntest du bitte angreifen? Irgendjemand könnte ihn noch mal. Oh, dankeschön. Ach, zum Glück konnte ich etwas helfen. Ach, ich hätte ewig so weitermachen können. Was für ein Scheiß. Level up. Level up. Sogar noch zweimal Level. Impuls beschädigt die Daten eines Gegners, um ihn zu verletzen. Ja, rat mal, wer den kriegt. Schon mal Level 4.
Halt, Moment. Zurück. Ja, wenigstens hat er jetzt mal. Kriegt, kann er wenigstens mal vielleicht einen Schlag aushalten, der Weg. Das ist halt so ein bisschen gefährlich jetzt. Ne, jetzt haben wir den da an der Backe und. 100, yay. Aber er kann halt noch nicht so gut angreifen und er kann auch nicht. Keine Ahnung. Was aushalten. Ich kipp gleich um. Noch eine größere Kiste. Da ist jetzt ein Boss drin oder sowas. Experimentenkittel. Nein, er muss schon weiß sein. Also wirklich. Bitte ein Gasthaus, bitte ein Gasthaus. Gott sei Dank. Dann müssen wir jetzt erstmal den Vic mal ein bisschen fett füttern. Du hast 800 Leute gerettet. Ich hätte ganz gern den Lebensstreuer vergrößert. Vergiss den MP-Streuer und den HP-Streuer. Ich will diesen Lebensstreuer verbessert haben. Ich stehe jetzt bei 1000 oder was? Naja, die kriegen wir auch schnell durch. Einmal schläfern. So, jetzt reicht's aber. Wo habe ich denn hier? Du kriegst den. Fand der Kacke. Fand der auch Kacke? Das kann doch nicht wahr sein. Die anderen kriegen egal was. Ich habe einen Donut gefuttert. Sehr schön. Jetzt sind sie alle drei satt. Was? Nein. Ach komm schon, das kann nicht euer Ernst sein. Du hast erst dieses Mal eine neue Waffe gekriegt. Das geht nicht. Was ist denn hier? Japanischer Fächer. Ja, komm. Wir könnten alles gebrauchen. Krieg ich meinen Fächer! Yay! Krieg ich jetzt eine bessere Waffe. Mhm, 39 Angriff. Passt zwar nicht zum Outfit, aber was soll's. Nein. Zurück. Auf geht's. Ihr macht mich fertig. Wir haben auch kaum noch Bananen. Das ist so krass. Wir haben kaum noch Bananen. Ja. Attacke. Die Hälfte hat er uns schon eingeholt, immerhin. Hat hier jemand Gold gesagt? Sag mal, du verfolgst tatsächlich den dunklen Fürsten Rosalina? So ist es. Du bist so tapfer. Ach ja. Von deinem Mut sollte ich mir ein Stück abschneiden. Sehr interessant. Jetzt geht's runter und hoch. Oh, bitte keine Trolle, bitte keine Trolle, bitte keine Trolle. Es ist nur ein Troll, das heißt, wir haben gute Chancen, dass wir das überstehen. Dass alle es überstehen. 30. Wah! Willkommen, Mausi, angeben. Feuer. Er futtert schon mal die Banane, die erste. Aha. Jetzt piekst sie mir schon wieder in den Hintern. Ich glaub's nicht. Ja, ja. Einmal ganz kurz weiter. Zeigen wir, was wir drauf haben.
Rick, du musst stärker werden. Eindeutig stärker. Uhu, 3 Spielscheine erhalten. Du musst so stärker werden, bitte. Bitte, 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 bitte. Kannst du nicht sowas wie Explosion, was auch Sayo konnte? Oh. Das könnte wehtun. Der Troll hält auch immer so unglaublich viel aus. Das ist so... Vorsicht, Mausi. Ach, Gott sei Dank. Ah, und unsere Liebe ist wieder gestiegen. Jetzt sind wir gute Bekannte. Und können uns gegenseitig helfen. Helft euch doch mal, das ist eigentlich eine gute Idee. Warum helft ihr euch nicht, verdammt nochmal? Ja, wenigstens einer ist schon mal tot. 3. Wie niedlich. 11. Gott, was halten die denn bitte schön aus? 30. Die Monster sind ja voll hardcore hier. Und die Tränen, die keiner essen will. Die mag doch keiner, die Tränen. Es wird dunkel. Oh, wer hätte das gedacht? Wir sollten eine Runde quatschen. Genau. Und dann. Oh, und was dann? Sie hörte eine Stimme. Sie flüsterte ihr in der Dunkelheit zu. Oh, was war das? Ich hab Angst. Sie krächzte wie ein Sargdeckel, der sich langsam schließt. Und was dann? Oh, ist mein Gesicht? Ah, haha. Sie erzählten sich die ganze Nacht hindurch Geschichten. Das ist sehr süß. Und am nächsten Tag, und dann kam der Morgen, und sie wurden alle von Monstern angegriffen. Oder auch doch nicht. Wer hätte das gedacht? Und da ist zum Glück schon das Gasthaus. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Da laufen 5. Wir sind zu 5 und wir kriegen es trotzdem nicht auf die Kette, mal so einen verdammten Troll in die Knie zu zwingen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so schrecklich. Nein, wir spielen weiter. Was soll das denn? Bis zum bitteren Ende. Egal was. Okay, manche von uns hatten anscheinend sehr beknackte Sachen zu essen gekriegt. Was gibt's denn in der Spielhalle? Warum nicht? Wir können alles gebrauchen. Ich glaube, es wird das Fleisch. Knapp, aber sicher ist wohl das Fleisch. Warum nicht? Zurück. Was sagen die Klamotten? Er hätte ganz gern ein Reagenzglas. Kann er haben. Alles, was pusht. Ich finde, das passt so gut wie Arsch auf Eimer zusammen, ne? Die zwei. Zurück. Weiter geht's. Na, oh, wir haben keine Bananen mehr. Das ist schon krass. Wir haben keine Bananen mehr. Jetzt erstmal dahin. Vorwärts, Marsch! Oh mein Gott, komm schon. Keine Lust auf starke Monster. Ich habe auch keine Lust auf starke Monster. Da ist schon mal eine kleinere Kiste. Mit ein wenig Geld drin. Gleich kommt auch ein Monster. Ich hasse diese Trolle. Die Trolle haben eine unglaublich, müssen eine unglaublich hohe Verteidigung haben, jetzt die Monster hier.
Da ist die größere Kiste. Was ist drin? Das Pünktchenkostüm für Mausi. Oh mein Gott. Hier, nimm das. Bim, 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 bim. Ich will jetzt ein Hühnchenknuddel. Naja, nicht unbedingt. Auch eine kleinere Kiste, da ist jetzt bestimmt ein Monster drin. Ich wusste es doch. Das war doch so klar. Dass da jetzt ein Monster drin sein musste. Ach du Gott! Hallo. Hat der gerade 999 abgezogen? Okay, weg hier. Weg hier! Oh mein Gott! Erstmal mit einem Schlag getötet, so blub, 999. Pff. Macht man ja mal so im Vorbeigehen. Das ist ja... Oh mein Gott! Das ist ja heftig. Und dann haben wir nur einen Schaden gemacht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Voll heftig. Ach, jetzt piekst sie mir schon wieder in den Popo. Das ist so schrecklich. Ja, hättest mal eben gerade gegen den Troll kämpfen können, Madame. Warum hast du den nicht mit deiner Magie fertig gemacht? Wohin hat sich der dunkle Fürst Rosalina wohl zurückgezogen? In seine Burg, nehme ich an. Die liegt auf dem Gipfel des Vulkans im Osten. Östlich von hier gibt es einen Vulkan? Wir nennen ihn den Flammenberg. Es ist ein furchterregender Ort. Aber du wirst trotzdem dorthin reisen, stimmt's? Natürlich. Du bist so tapfer. Ich wünschte, ich wäre es auch. Naja, muss ja meinen Liebsten wiederholen. Ich bin so müde. Das ist jetzt mal eine Alternativgeschichte. Sonst ist es ja mal der Kerl, der die Frau rettet. Diesmal sind wir. Ich bin sowas von bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Öffnen. Ah, ich habe einen Bonbon bekommen. Das ist sehr schön. Das ist ja der Wahnsinn. Eine Kiste nach der anderen. Eine HP-Banane. Er ist halt Obst und Süßes, was hier kam, ne? Da ist das Gasthaus. Juhu! Pim, 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 pim. Ah, wir haben 5 verschiedene Kostüme. Für Unhold. Das war's. Einmal schlafen. Einmal essen. Ich habe aber auch gerade kein Glück beim Russisch, beim Essen hier. Was haben wir denn so Schönes? Pünktchenrobe, Sandwich, Bonbon und Komfortticket. Und recht ausgeglichen alles. Jetzt wird das Sandwich. Knapp wurde es Sandwich. Nein.
zurück. Wer möchte denn hier was? Na schön, aber auch nur, weil wir echt pushen müssen hier. Ausrüsten. Es passt auf jeden Fall auch zusammen, Dings, ne? Ja, von mir aus kriegst du einen blöden Piekser. Soft-Ice-Piekser. Sieht ein bisschen mehr nach einem, wie soll ich sagen, nach einem Pupuhaufen aus. Du kriegst auf jeden Fall den Kittel. Er hat eine Banane gekauft. Ach komm. Jetzt müssen sie alle ran. Sieht voll süß aus. So, dann hätten wir das jetzt. Dann würde ich mal sagen, auf geht's, weiter. Wir müssen ja noch zu diesem Baren. Yay. Da kommen sie alle rausgestiefelt. Ja, den machen wir noch. Den Weg müssen wir noch laufen. Vorwärts! Und dann müssen wir oben zum Baren lang. Ach, die drehen schon so. Angriff! 16. Und schon futtert er die erste Banane. Ich werde voll böse. Er ist sehr entspannt. Neue Technik. Impuls. Holla, die Waldfee. Ich weiß nicht. Ich finde den Stock nicht so toll, den jetzt Mausi hat. Der sieht so komisch aus. Die Ruhezone ist besser geworden. Wir schaffen das zusammen. Natürlich schaffen wir das. Oh mein Gott! Nimm mal Arsch ins Hirn. Jetzt box das Ding doch. Geht doch. Ist ja schrecklich. Level up für Wick. Entzünden. Erhöhe mit chemischer Behandlung die Waffenweichreite deiner Freunde. Ach, die Tränen will doch keiner. So, ein bisschen gespult. Jetzt gehen wir zum Baren. Ob wir da mehrfach kämpfen müssen? Oder ob auch Kisten kommen? Wir müssen kämpfen. Ein Ploing. Wow. Und schon kriegen wir erstmal die ersten drauf. Das aber auch nicht steht, wie viel er hat. Ja, immerhin 5. Und 10. Der hat nur einmal angegriffen, weil er ziemlich flott ist. Das war's dann wohl. Ach komm! Einmal gegen so einen Ploink gekämpft und das war's, oder wie? Für 500? Das ist ja jetzt echt wenig gewesen. Iba. Das war ja wohl nichts, mein Freund. Einmal Nein, oh, was ist da oben los? Wir haben heute richtig viel Zeit. Ich denke, es ist Zeit für einen neuen Look. Hä? Ach so, gut. Bin gleich wieder da. Jetzt kriege ich Angst. Tada! Sie hat sich die Haare grün machen lassen und eine Mütze auf. Na, was meinst du? Man erkennt sich kaum wieder.
Ah, oh, da ist endlich die Nähe gewachsen. Level 2? Ja, flüchtige Bekannte. Sehr schön. Einmal bitte essen. Boah, ich habe echt überhaupt kein Glück. Dann steht da noch Delikat und so ein Kack. Na gut, zurück. Schnick, schnack, schnuck. Lumpenkostüm. Luxus, Teufel, komm. Wir können alles gebrauchen. Ja, vielleicht nicht unbedingt das Lumpenkostüm. Bam. Weiter. Nein, nicht nochmal spielen. Ich habe eh kein Geld. Ich habe eh keine Spielscheine. Du willst den Zauberstab? Kannst du sowas von vergessen? Alle beide. Kriegen wir denn noch hier so ein Ding zusammen? Komm schon. Noch eine kleine Runde. Betreten. Eine Öffnung. Da ist mal wieder ein passender Gegenstand gefragt. Haben wir doch. Wir haben noch da diese Platte gefunden. Oh. Oh. Hurra! Wir können jetzt unseren Weg fortsetzen. Yay! Komm schon, ich will die Kiste. Bitte lass den Weg nicht so langsam. Komm, den Weg machen wir noch. Hier wird kein Hühnchen geknuddelt. Ich glaube, es hackt. Da haben wir schon mal Kiste Nummer 1. Mit 3 Spielscheinen. Warum auch nicht? Ja, ja, du leistest nur deinen Beitrag. Ich weiß. Und es ist ein Kampf. Ach, so ein Blümchen kennen wir doch. Verschluckt doch einen Augenblick. Neue Technik, entzünden. Was passiert? Okay. Wenn da noch daneben welcher jemand gestanden hätte, hätte ich den wahrscheinlich auch noch gekriegt. Sehr cool. So viel dazu. Kann ja nicht schaden. Schon besser. Was jetzt, sag ich jetzt nicht hier wegen dieser einen Kiste. Da muss doch noch so eine schöne große Kiste kommen. Dankeschön. Genau das wollte ich. Ein Zauberstab. Das, was Maurice doch wollte. Der Zauberstab. Es geht immer so steil berg nach oben. Da haben wir schon mal das Gasthaus. Juhu! Na komm, Nick, komm, noch ein bisschen machen wir noch. Ich glaube, bei dem Typen, der ja so futtert, müssen wir eh nicht. Oh, ihr zwei, was ist los? Ah, ich habe wieder ein Geschenk gekauft. Mausi wird voll verwöhnt. Ich war einkaufen. Ich hab was für dich. Gib schon her, gib schon. Ein Neuwagen. Wow. Und meine Liebe zu Mausi ist gewachsen. Ah, oh, jetzt sind wir gute Bekannte. Sehr schön. Nee, Quatsch, wir müssen wieder Zimmer tauschen. So. Einmal essen bitte, egal was. Ja, diesmal hatte ich Glück. Spielroulette. Fächer mit Rüchen. Naja, gut. Wir können alles gebrauchen. Auch die Bonbons. Oh, ich krieg einen Fächer. Ich krieg einen Fächer mit Rüchen.
Sehr schön. Ja, natürlich ich. Also wirklich. Angriff 44. Boah. Das wird wehtun. Okay, ich sag, mach dann hier Feierabend. Ich speichere hier ab. Ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Vergiss das. Ja, wollte gerade sagen, vergiss das Like nicht, aber das ist ja der Daumen nach oben. Empfiehlt mich weiter. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr mich mal live sehen wollt. Immer samstags auf Twitch ab 18 Uhr. Ich würde mich freuen. Und bis dahin auf Wiedersehen und bye bye.